Der kannte ja nur gar keine Großstadt. Das ist Roßla am Harz. Das war die erste Ahnung von Berlin damals. Hören Sie auf, wir standen U-Bahnhof Reinickendorfer Straße. Da sagt er, hier unten fährt eine Bahn. Ich sage ja. Dann waren wir oben im Funkturm am Alex. Ach, da dreht sich ja. Ich sage ja, sage ich, Kind. Das ist nun mal so in Berlin, ja. Wir kannten das ja nur alles schon, nicht? Wir sind ja auch viel mit Passierschein noch rübergegangen zu Bekannten, die wir hier so kennengelernt hatten. Also ich habe mich gleich zurechtgefunden. Mir war das überhaupt nicht fremd, ja. Weil ich vielleicht auch mal in Breslau war, in Festenberg, Bad Oels, was schon größere Städte sind. Natürlich nicht so groß wie Berlin, nicht? Aber eben groß, größer schon wie unser Dorf. Das war ja nicht Dorf, war ja Stadt. Dorf war ja, wo die Großeltern wohnten. Aber trotzdem, ich sage, ich habe mich gleich zurechtgefunden, ja. Da haben die Leute, die bei uns evakuiert waren, die hatten mal gesagt, sagst du, du bist eine richtige Berliner Pflanze, du passt hierher. Also, ich bin auch so ein Mensch, der Fragen tut, ja. Das war schon im Geschäft so. Da ist keiner, wir hatten hinten noch die Backstube. Da ist keiner nach hinten gegangen, weil der Meister von der anderen Verkäuferin fragen, neue Brotsorte war. Meister, was ist da drin? Ich musste das wissen. Ich wurde ja auch gefragt. Nicht? Also, und das hat mir auch Spaß gemacht. Nicht? Vor allem den Kopfrechnen, das war schon immer mein Fall gewesen.